Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ja, wir befinden uns mal wieder hier an derselben Stelle. Frames? Hallo? Okay, ja, letztes Mal haben wir noch ein Grab gefunden. Zielen rechte Maustaste und linke Maustaste Seilschwung. Ich bin gespannt. Okay. Das hat ja soweit schon mal ganz gut funktioniert. Dann müssen wir hier, glaube ich, wegziehen. Ja, wir befinden uns noch immer auf der Suche nach Jacob. Das Ganze dauert ein bisschen länger als gedacht. Festhalten. Danke. Okay. Gibt es hier irgendwas abzugreifen? Da unten. Was haben wir denn hier? Holz. Das ist schon mal nicht verkehrt. Sonst sehe ich nichts mehr. Dann können wir mal hier hoch. Hab hier den Jackpot geknackt. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts, aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist. Verstanden. Was auch immer mit dem Kontakt zum Suchtrupp ist, Hauptsache er hat's verstanden. Okay, was gibt's hier? Was machst du? Halt dich fest! Ja, davon stirbt man, glaube ich. Ja doch, klingt logisch. Hab hier den Jackpot geknackt. Alle möglichen Artefakte. Passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Ach, so ein Funkspruch absetzen ist auch unnötig. Naja, ich weiß gerade nicht so wirklich, wo es da weitergeht. Deshalb springen wir einfach mal hier in die Leiter. Und gehen mal hier oben lang. Ja, das hier sieht schon besser aus. Dann gibt es hier unten noch irgendwas. Was? Hab ich gesehen? Was sind das für Leute? Da war auch gut gezielt. Lol. Was? Nein, keine Granate werfen. Ach was. Komm, zeig dich. Nein, nicht abfackeln. Hier, ich fackel dich ab. Oh, Scheiße. Wo bist du denn? Okay. Ja gut, ich habe es jetzt mal ohne ihn zu Ende gebracht. Ich hoffe, das ist nicht so dramatisch.
Mal gucken, was die Leute hier noch für uns haben. Geht's hier irgendwo noch hin? Mhm. Mhm. Okay, hier draußen habe ich tatsächlich ein bisschen FPS-Verluste. Bringt das was? Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Wir gehen einfach mal hier drin weiter. Das spielt sich besser. Oh, was haben wir hier denn? Drücken Sie E zum Einsammeln. Das ist aber schon voll. Ah, da können wir draußen dran klettern. Nirgendwo mehr Gegner, die ich in die Luft jagen kann oder so. Eigentlich schade. Naja. Wow. Sonst noch irgendwas? Nichts, was ich auf Anhieb sehe. Okay, wir können da runter. Warum bieten die aber immer die Möglichkeit, runterzugehen? Das ist. Ja, naja. Vielleicht, falls man was schneller zurück will oder so. Warum auch immer man das wollen sollte. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Das da unten könnte man aufsprengen. Wenn man noch Sprengstoff hätte. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara! Sie müssen nach! Jacob! Mist! Das wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Kann man irgendwie schleichen? Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja, nach den letzten... Oh. Achtung, Angriff! Da! Schieß doch! Wow! Also ich weiß jetzt nicht, war es das schon? Okay. Ja, man hätte auch auf den Motor schießen können. Stiften wir hier noch ein bisschen Unruhe, keine Ahnung. Munition ist voll. Nochmal neue Pfeile, aber die kann ich mir auch einfach herstellen, ne? Okay. So, wo geht es jetzt lang? Hier liegen noch Sachen rum. War das gerade von Wasser überflutet? Ich weiß es nicht genau. Oder es wird von irgendwas Brennendem überflutet, auch okay. Daneben Games. Komm schon, nicht im falschen Moment ducken. Ah, verdammt!
Geht auf. Warum verzittert er mein Aim so? Komm, Junge, lass dich treffen. Geht doch. Haben wir noch irgendwo Gegner? So, die Musik lässt noch nicht nach, deshalb vermute ich mal, es gibt noch irgendwo welche. Ja, in der Tat, hier geht alles hoch. Ich sehe zwar noch nicht mal was, aber einfach mal schießen auf gut Glück. Da ist ein bisschen schief gegangen. Kommt das an? Ach, tatsächlich kommt es. Nice. Wo liegt ihr denn hier rum? Sofort. Nein. Ja, Sir. Ausschwärmen. Nicht nett. Haben Sie umstellt. Okay, ich glaubt ja nicht, dass das jetzt unbedingt geplant war, dass man die dann doch so einfach ausschalten kann. Aber es hat funktioniert. Da sind mir zum Glück die guten alten Giftpfeile noch eingefallen. Okay, jetzt hier weg. Macht das Sinn? Ja, macht es. Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Danke. Zum Glück sind Sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um Sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Wo ist das Problem? Wir liegen hinter den Zeilen an. Sch. Wir sind kommuniert, aber ich kann das überbrücken. Bin gleich soweit. Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Hey! Jacob! Suchen Sie Sophia! Zeig sie, Trinity ist hier! Oh shit. Na, ich sollte vielleicht lieber rennen als schießen.
Jacob! Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich! Vielleicht kriegen wir den Aufzug. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich kann! Okay, okay! Ich kann die Konsole mit Strom versorgen! Wir können nicht den gleichen... Was? Fuck. Komm schon, du musst einfach drauf gehen, da oben. Geh einfach sterben! Scheiße, der hat einen Helm an. Was war das? Nichts. Ein Pfeil. Okay. Ah, Mist. Das war kein Pfeil, du Mongo. Bildest du dir nur ein. Der auch einen Helm an? Kam aus dieser Richtung. Hm? Ja, kam es. Ich muss die Schalltafel versuchen. Ach, das sind die Steine. Ich habe schon gedacht, da läuft wieder einer rum. Schalttafel versuchen, okay. Oh Mist. Naja. Und jetzt? Ja, was wohl klettern, würde ich sagen, oder? Müssen wir jetzt den Wagen nach hier schieben. Kann ich auch wieder. Da muss ich hin. Loslassen? Danke. Ein Messer. Könnte nützlich sein. Ja. Stelle ich mir auch nützlich vor. Haben wir jetzt als Nahkampfangriff. Ach, Seil abschneiden. Ich hoffe, dass ich die Silent Kills jetzt mal mit dem Messer machen kann. Das wäre nämlich ein bisschen cooler. Ah, sieh mal einer an. Jetzt kommen wir hier hoch und jetzt da drüben klettern. Oh, ja, funktioniert. Ah, jetzt müssen wir wieder darüber hüpfen. Hm, hier oben kann man nichts mehr machen. Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Sieht auf jeden Fall schon relativ schick aus. Ah, verdammt. Das war knapp. Ja, war's. Okay, hier haben wir ein Lager. Wieder getrennt. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Lautlose Exekution schneller, klingt schon mal gut. Dann schauen wir mal, was hier noch so gibt. Überlebender. Leichenfallen. Ich habe irgendwie Angst, das zu testen. Munition herstellen. Ja, dann gucken wir nochmal bei den Waffen vorbei. Bei der Pistole gibt es was Neues. Mündungsbremse. Verringert den Rückstoß. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Das sind die Sachen, die ich schon habe. Kann ich beides machen? Oh, cool.
Gibt es hier noch irgendeine Verbesserung? Eine höhere Schussfrequenz, das klingt schon mal super. Ja, das passt. Ach so, genau. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Das Wandbild zeigt den Propheten. Die hat gesagt, wir müssen noch analysieren. Konstantinopel predigt. Cool. Und ich habe gesehen, die Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.